Hallo Leute, hier ist Graf Darko. Ich begrüße euch zu einem Spiel, was eventuell schon einige von euch von mir verlangt haben, schon fast, würde ich sagen. Ihr könnt es euch denken, Shadow the Hedgehog. Ich lasse das Ganze unter dem Titel laufen, der Weg zu Project Sonic 2017. Aufgrund dessen, weil ich denke, dass Project Sonic 2017 eine ähnliche Hintergrundgeschichte haben könnte, eventuell, die eventuell leicht auf Shadow the Hedgehog basieren könnte, habe ich mir gedacht, spielst mal ein bisschen Shadow the Hedgehog. Ich versuche wirklich jede Story zu kriegen, also wirklich jede, die Voraussetzung ist für die Last Story. Und ich versuche auch gegenwärtig, ich versuche nicht die ganzen Schlüssel zu sammeln, das ist mir doch mal ein bisschen zu viel. Was ich aber sagen muss, vorwarnen muss, es kann zu Frame-Einbrüchen kommen, eventuell, weil ich das Ganze über den Emulator spielen muss. Ich habe das Original hier, also ja, kein Problem. Ist die Japsen-Fassung, also die Japsen-Fassung hat deutsche Subtitles, tatsächlich, kein Scheiß. Und deswegen Shadow the Hedgehog auf Japanisch mit deutschen Untertitel. Besser geht's gar nicht. Besser geht's gar nicht. Bitte macht das weiter so, Sonic Team. Bitte macht das weiter so. Shadow the Hedgehog ist ja ein Spiel, was unter vielen Kritikern sehr schlecht beliebäugelt wurde, weil es einfach, weil sie sagen, es passt nicht zu Sonic. Ich finde, es ist mal geil, was zu Sonic zu sehen, was mal ein bisschen düsterer ist und was ein bisschen das richtig edgy-mäßige zeigt, könnte man schon fast sagen. Finde ich eigentlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich ehrlich gesagt cool. Also, technisch gesehen ist Shadow the Hedgehog ein Spiel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hatte es auch auf 100% gehabt und habe auch ziemlich viel Zeit damit verbracht. Und ja, legen wir einfach mal feuchtfröhlich los. Shadow the Hedgehog. 僕の記憶に刻まれているのはこの名とあの忌まわしい映像だけ。 何や！ 僕は一体何者なのか。 そして僕がマリアと呼ぶあの女、 彼女は。 人間どもがどうなろうと僕には関係のないこと。シャドウ、シャドウ、間もなく約束の時が訪れる。一刻も早く我のもとに全ての顔をせめられるぞ集めるのだ。なぜ僕の名を知っている。 約束とは一体。 面白い。7つ集めると奇跡を起こすというカオスエメラルド。その石に僕の答えがあるというのなら必ずや手に入れてみせる。 Chaos Emeralds finden, Vergangenheit aufdecken, locker Leisure. Das erste, was ich tun würde, ist den Geradeausweg gehen. Das bedeutet, komplett die Neutral Story machen, die ich zweimal hintereinander machen werde. Also kein Themchen, Maxi, Razzi, Razzi, kein Themchen, weil ich ja den ersten, den Hero Boss am Ende und den Dark Boss am Ende besiegen muss. Also es könnte alles ein klein wenig problematisch werden, aber ich werde mir Mühe geben. Ich werde mir Mühe geben. Oh Gott, erstmal ganz viel Zerstörung. Also ich persönlich finde ja, dass dieser ganze Kram, wie was die Amis sagen, so von wegen, es passt nicht zu Sonic und bla, und es betrügt die langjährigen Sonic-Fans, bla bla bla. Ich persönlich finde, das ist ein bisschen übertrieben gesprochen, weil ich sag mal so, Sonic war nie eine Serie, die für kleine Kinder gemacht wurde. Also nie direkt.
Sonic war immer eine Serie, die eher darauf bezogen war, dass es für Jugendliche war, hauptsächlich. Für Jugendliche und halt so typisch Shonen, wie man es japanisch aussprechen würde. Also Shonen im Sinne von für Jungs, wenn man so will. Wenn man so will, für Jungs oder für Jugendliche halt. Ähnlich wie bei den typischen Animes wie Dragon Ball und Shaman King und etc. Was ich hier versuche, ist, ich werde hier das Spiel ohne Glitches spielen. Es gibt einen Glitch mit dem Chaos Control, womit ich Maximum Speed erreichen kann und die Leiste, die Hero-Leiste nicht runtergeht. Das werde ich aber nicht machen, weil ich werde, ich finde, das ist ehrlich gesagt ein bisschen zu low und ein bisschen zu easy. Alles easy pretty. Ja, wo sind hier noch welche? Ah, oh, Sonic hat gerade einen kalt gemacht, glaube ich. Ja, hat er. Der interessante Fakt an der Sache, dass solche Charaktere wie Sonic, ich glaube Sonic Banners, Knuckles, Tails, die können witzigerweise vom zweiten Spieler gesteuert werden. Ist kein Scheiß. Es ist möglich, dass der zweite Spieler, weil er so einen zweiten Controller hat, könnt ihr als zweiter Player sozusagen in das Spiel technisch gesehen einsteigen und mit Sonic halt rumlaufen. Das bringt einem nur einen Scheißdreck, weil Sonic weder ein Lock-On hat oder sowas. Er kann keine direkte Homing-Attack machen oder sowas. Er kann auch nicht wirklich sein volles Potenzial erreichen, was ein bisschen schade ist, aber ist okay, ist okay. Herrgott, dieses State ist immer ein bisschen problematisch bei mir, weil ich habe leider noch keine Möglichkeit gefunden, solche alten Games, also die vom, ich sag mal, von der PS2 GameCube-Ära kommen, noch direkt aufzunehmen, habe ich leider noch keine direkte Möglichkeit gefunden. Ist leider immer ein bisschen schwierig. Also der Glitch, den ich vorhin angesprochen habe, der funktioniert hauptsächlich mit dem Save Point und der vollen Chaos Control Leiste. Es ist okay. Verzeihung, waren gerade sehr komische Geräusche. Es funktioniert hauptsächlich. Ich weiß nicht mehr so genau, wie das direkt abläuft. Ich habe das schon eine Weile nicht mehr ausgeübt. Ich weiß, ich habe es früher mal benutzt, um ein bisschen Scheiße zu bauen in der GameCube-Version. Und das ist auch die GameCube-Version übrigens, wollte ich mal sagen. Das Interessante an Shadow the Hedgehog ist ja halt, dass man halt dieses Waffen-Feature hat und dieses Fahrzeug-Feature, was sie dann später auch an Sonic 06 wieder hinzugefügt haben, wo Shadow halt verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung hat, die er benutzen kann und manchmal auch storytechnisch, beziehungsweise um das Level abzuschließen, muss er sie sogar benutzen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache an sich. An sich ist es eine ganz coole Sache, aber ich habe kein Problem damit, sagen wir es mal so. Ich habe absolut kein Problem damit. Ich glaube, das war sowieso alles, weil mehr kann ich, glaube ich, nicht bis zum Ende kriegen. Ich weiß, dass Sonic eigentlich was anderes von mir wollte. Das Nervigste, was ich... Also, im Englischen ist es ja ziemlich anstrengend, dieses Spiel. Also, wer die englische Fassung, beziehungsweise die europäische Fassung gespielt hat, der weiß, was ich meine. Es gibt eine ziemlich... Gehst du mit ins Ziel? Danke. Es gibt eine ziemlich anstrengende... ich weiß nicht, die Shadow ist für die ganze Zeit von allen Personen genervt. Das ist im Japanischen zwar genauso, aber im Japanischen ist die... ich habe das Gefühl, wow, what the fuck, ein B? Wollt ihr mich verarschen? Okay, meinetwegen. Ich hab mir Zeit gelassen. Im Englischen ist es nur so, dass es jedes Mal so rüberkommt wie, oh, hey, da, Shadow, du musst das und das machen. Und hey, hör auf, den da anzugreifen. Und Shadow, hey, oh, das hast du toll gemacht, Shadow. Oh, Shadow, 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 Shadow. Mach meine Wäsche. So in etwa, ne? Also, herrlich. Cutscene.世界の主要6都市に突如出現した正体不明のテロリスト集団黒の軍団の攻撃によって各地で深刻な被害が発生しております。中でも我が軍の兵力が最も手薄だったウエストポリスの都市部はほぼ壊滅状態とのこと。なお未確認情報ですが、ウエストポリスにて黒いハリネズミを目撃したとの報告が。シャドウ。
黒いハリネズミを発見したい。黒の軍団ともども即刻始末せよ。しかし彼は以前。構わん。奴は我らの敵。これは命令だ。私は騙されんぞ。必ずこの手で息の根を止めてやる。 Jawohl. Agro General. Der hat echt Probleme, der Typ. Der ist krank. Der ist so krank. あのプロフェッサー・ジェラルドに過去の記憶を消されでもしたか。プロフェッサー。まさか海の親のナスラを覚えていないとはな。何？いずれにせよ、我が命令に背いた罪、その身にしかと刻み込むがいい。<笑> Okay. Da denke ich die ganze Zeit an seine Adventure-Time-Folge, wo Finn die ganze Zeit seinen eigenen Weg gehen wollte. Und da denke ich mir auch, ich gehe meinen Weg! Die ganze Zeit denke ich mir, was bei dir, wenn ich dieses Spiel spiele. Was ich mich gefragt habe, warum hat er ihn überhaupt hierher geworbt? Ich glaube, das kam so rüber, als ob er ihn einfach nur loswerden wollte, so von wegen, ey, geh mir nicht auf den Sack und ich schick dich mal an den Arsch der Heide, so in etwa. Mir kam das gerade ein bisschen rüber. Hey Nuggles! Ja, ich hab was gesehen, so manchmal. Ich achte nicht wirklich drauf. Gib mir mal die Wumme. Ich achte nicht drauf und es ist mir egal, was du sagst. Oh, das war ja nett. Das Berühren eines Soldaten tötet mich. Oder könnte mich töten, theoretisch. Was? Shadow, visier doch mal an hier das Ding. Shadow, wo ist der Wurm? Da. Komm, hau ab. Hau ab! Er kommt nicht hoch. Er kam gerade nicht hoch. Oh, fuck. Hinter mir? Der war vor mir, du Volldepp. Ich weiß nicht so genau, ob sie ein Skript abgeändert haben oder sowas. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich finde diese Leute ja so richtig geil, die, die sich beschweren, dass ich glaube, Shadow, der hat, glaube ich, in Sonic, Mario und Sonic, Dammit gesagt oder sowas. Hallo? Gibst du mir... Krieg ich die Waffe, bitte? Krieg ich die Waffe, bitte? I need this. Und da haben sich ein paar Leute tatsächlich sogar aufgeregt, dass Shadow das Dammit sagt. Ich dachte so, what the fuck? Das ist... Ihr Amis kennt doch noch wesentlich schlimmere Wörter als Dammit. Also habe ich so im Kopf, dass Amerikaner wesentlich schlimmere Wörter kennen. Oder, bilde ich mir das ein? Das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Leute, sagt es mir! Sagt es mir! Wie viele Monster sind das denn? Ja, so schon so ein paar. 10 wahrscheinlich. Also 60 soll ich eigentlich killen. Aber bist du wach, Shadow? Nein, ich schlafe noch. Ich laufe nur just for fun rum. Ja, komm. Erst schickst du mich an den Arsch der Heide und dann willst du auch noch irgendwas von mir. Du hast doch wohl nicht mehr alle Nadeln an der Tanne, oder? Das ist doch wohl nicht dein Ernte. Das ist doch wohl echt nicht dein Ernte. Ist mir auch scheißegal aus der Welt, denn ich gehe meinen Weg. Gaussi Control und so. Wusch, wusch, wusch. Oh, das gibt Brennanbrüche. Schade, ein bisschen mehr und ich wäre noch weitergekommen. Weil wegen dem Tornado da und sowas. Da wäre ich noch wesentlich weitergekommen, das wäre witzig gewesen. Aber meistens ist es so, wenn ich... Ah ne, gar nicht, das war gar nicht hier, das war da vorne, glaube ich. Ich hätte ein bisschen später aktivieren müssen. Das Witzige ist, wenn man den das Chaos Control aktiviert an solchen Punkten, wo hier sowas passiert, dann egal ob die Leiste voll oder leer ist,
Der Chaos Control geht trotzdem weiter, weil der setzt euch nicht einfach so mitten in der Luft ab oder sowas. Der setzt euch dann schon irgendwie an einem Punkt ab, wo ihr schon durchgehen könnt, wo ihr dann plötzlich sicher landet und sowas. Also mir ist das sehr selten passiert, dass die, dass das Chaos Control mich wirklich in der Luft abgesetzt hat oder sowas. Ich glaube noch nie ist mir das passiert. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Oh, ich hasse diese Stellen. Diese Stellen hasse ich hier, ne? Komm, schieß das Ding ab. Schieß das Ding ab, das geht nur gefiegt. Ich greife an, wen ich will, denn ich gehe meinen Weg. Vergiss es nicht. Vergiss es nicht, ich gehe meinen Weg. Und mein Weg ist der Weg, den ich will. Und das Ding, den ich will, ist neutral. Ah ja. Okay, gut. Why not? Immer weiter. Ah, diese Levels sind toll. Diese Levels sind toll. Ich mag aber die Level-Designs von dem Game sehr gerne, muss ich sagen. Ich muss zugeben, dass sie da ziemlich interessanten Kram reingegeben haben. Also es sind nicht unbedingt Sonic-typische und aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht mal so genau, wo er teilweise ist, weil es gibt hier Orte, wo ich mir denke, wo ist er da eigentlich? Weil es kommt nicht so rüber, als wäre er irgendwie jetzt in Station Square oder Mystic Ruins oder irgendwas halt in dem Bereich. Es kommt dann schon so rüber, als wäre er ganz woanders. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich nicht der Scripter bin. Schade eigentlich, dass ich nicht der Scripter bin. Ah cool, ich habe jetzt die Chaos Blast. Chaos Blast ist eigentlich ganz cool. Also man kann damit ja die... man hat ja unendlich Munition und man hat auch halt diesen genialen... Aber ich baller jetzt einfach so ordentlich ruf. Ordentlich drauf. Ich kann nur leider keine Leiste auffüllen, während ich Chaos Blast aktiviere. Ich bin, glaube ich, auch unverwundbar gegenwärtig noch. Ich glaube, eine direkte Unverwundbarkeit so als Item gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal eins gesehen habe oder so. Also das Lustige ist, es gibt ein paar Level, die sind schon sehr lang. Die sind schon etwas länger und die können dann schon ein bisschen abhacken. Hey, was soll denn das? Was soll denn das? Ich habe zu tun. Ich habe zu tun. Lass mich durch. Ui! Ah, fuck, da ist der! Halt! Ja, geschafft! Also später gibt es dann Levels, die sind schon ein bisschen krass und ein bisschen länger. Und es wird auch Missionen geben, die werden mich zur Weißglut treiben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das kann ich euch jetzt schon sagen, auf jeden Fall. Also... Yay! Ein A-Rank! So gehört sich das. So muss das. Diese Grafikbugs, by the way, die da so entstehen bei den Cutscenes und sowas ab und zu und bei den Levels manchmal, die da so am Rande sind, dieses Leuchten, das ist leider vom Emulator so, da kann ich leider nicht wirklich viel dran ändern. Finde ich schade, ist aber leider so. また情報局のメイン航空隊が何者かにハッキングされたとの報告があり、連邦捜査局では今回のテロ事件と同一グループの犯行とみて捜査しております。各長官に伝えてくれ。我が連邦国は決してテロには屈しないと。かしこまりました。かつて偉大な二人の英雄によって救われたこの星、彼らの功績を無駄にしないために。 Mr. President, gehen Sie vom Fenster weg! Wieso, habe ich schon wieder vergessen, meine Hosen anzuziehen? Das ist wohl wahrscheinlich das, was er sagen würde. Prison Island ist das nächste. Welches? Wo die nervigsten Charakter beinhaltet in der Sonic Story. どうやらカオスエメラルドとは無縁な場所に来てしまったようだな。そうだ。僕はどこからか逃げ出し、ここで人間どもに捕らえられた。一体どこから？何のために？ Dieses Level wird aber erst im nächsten Part kommen. Und
Verdammt, man sieht den Charakter schon. Zumindest die Silhouette. Okay, ihr wisst wahrscheinlich, welchen Charakter ich meine. Und in diesem Sinne, das war der erste Part von Shadow the Hedgehog, die Japsen-Fassung. Auf dem Weg zu Project Sonic 2017. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sind alle gespannt. Und in diesem Sinne, ich bin Graf Darko. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst das Abonnieren nicht, falls ihr das nicht schon getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Es ist so stumpf, dass ich euch nur ein Video zeigen möchte, deswegen. Gratis Sauna-Ausflug mit Probefahrt. Welche Vorteile hat dieses Auto gegenüber der, sagen wir, Eisenbahn? Die ich mir ebenfalls leisten kann. Sie werden gleich bemerken, dass das beheizte Gaspedal Ihre Füße wärmt, während...